Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge des Command & Conquer generelle Let's Plays, wo wir ja gerade letzte Folge hier, ich sage mal, kleinere Probleme zu verzeichnen hatten. Mein Spaß. Seid ihr alle am Abbauen? Sieht mir irgendwie nicht danach aus. Die drei scheinen hier nur rumzustehen. Ja, ihr sollt bitte alle abbauen. So, wir haben ein paar Probleme. Wir müssten eigentlich mal einen großen Angriff starten. Einheit verloren. Haben das Problem, dass der NPC einen Scud-Sturm aufgebaut hat. Und ich eigentlich als erstes Team mir jetzt den Scud-Sturm direkt setzen sollte. Und ich bin ein wenig auf den Trichter, dass ich da gerne jetzt sofort hinfahren möchte. Und versuchen möchte, ihnen den Scud-Sturm abzunehmen. Die Frage ist, wo genau steht er und wie komme ich da hin? Und ich würde sagen, wir machen hier einfach mal Go. Einheit verloren. Ich sehe wenig Sinn da drin, jetzt uns hier Ewigkeiten Zeit zu lassen. Was geht hier ab? Da muss ich reagieren. Könntet ihr früher reagieren? So, ihr da hoch, macht da weiter. Warnung, Scud-Sturm abgefeuert. Ja, das war mir klar. Ihr weg mit euch. Einheit verloren. Ihr dahin. Ihr fahrt auch mal weg irgendwie dahin. Und jetzt die Frage, wo schlägt der Scud-Sturm ein? Hier unten. Gut. Das Energie niedrig. Ist mir fast egal. Das war ein bisschen voll. Brauch wieder Strom. Sie greifen unsere Basis an. Hier nicht, okay. Ihr fahrt wieder dahin. Ihr müsst. Ah, du Kacke. Reagieren. Ich brauche Strom. Perfekt. So. Und Geld. Okay, so. Jetzt müssen wir eigentlich so reagieren, dass sich der Scud-Sturm kein weiteres Mal einschlagen kann. Das wäre eigentlich jetzt das Primärziel, was ich haben muss. Und ich würde auch sagen, los geht's. Macht keinen Sinn, jetzt hier noch länger zu warten. Wenn der Scud-Sturm weg ist, wird alles gut. Aber solange wie der Scud-Sturm steht, sehe ich keinen Sinn da drin, jetzt hier zu zögern. So, wir hatten hier oben ja schon gut gekämpft, von daher, ich hoffe, der ist irgendwo hier in der Nähe. Aber vermutlich ist er hier irgendwo. Einheit verloren. Ja, das war vermint. Das ist eher ungut, was wir hier gerade machen. Und das ist genauso beschissen. Kriegt ihr es hier hin, einen vernünftigen Angriff reinzustarten, ohne dass ihr alle sterbt. Einheit verloren. Das sieht bis jetzt leider nicht sehr gut aus. Du sollst das da angreifen, du auch. Da drauf. Du. Einheit verloren. Reppen. So, ich sehe leider immer noch keinen Scud-Sturm. Aber was ich schon mal sehe, ist, dass wir hier ihn massiv unter Druck setzen. Einheit verloren. Da ist der Scud-Sturm. Okay. Also, dann bitte dahin hocharbeiten. Das Gebäude wieder einmal weg. Ja, los. Sehr gut, das weg. So, und jetzt den Scud-Sturm. Top Prio. Scud-Sturm. Habt ihr das geschissen?
Eher nicht. Einheit verloren. So, der Skatsturm ist schon mal weg. Das war wichtig. Jetzt noch das Gebäude weg und dann muss ich nur noch meine Base verteidigen. Einheit verloren. So, ab jetzt kriegt er das nicht mehr geschissen. Wenn er das jetzt noch hinkriegt, mache ich ein dummes Gesicht. So, Base hat sich gedefft, das hat gepasst. Mehr knapp als gut, aber egal. Das habe ich gedefft bekommen. Und ihr hier bitte weitermachen. Einfach alles noch platt machen, was wir da haben. Was steht hier rum? Ist mir egal. Gut, dann machen wir jetzt einfach den Rest platt. Das sollte soweit reichen. So erhoffe ich mir das zumindest. Der hat halt leider noch Ressourcen. Wie ihr seht. Aber, ja, das kriegen wir auch alles noch hin. So, und das hier passt auch. Ja, wir haben keine Ressourcen mehr. Ich würde die mal mit an die Front nehmen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hätte gedacht, das hier geht schneller und einfacher von der Hand, aber gut. Wohl nicht so. Diese Mission war aber eigentlich nur deswegen so schwer, weil ich Ressourcen brauchte. So, das Gebäude muss endlich weg. So, das hier noch weg. Nehmen ihm gleich das Hauptgebäude auch wieder ab, keine Sorge. Der da weg. Guter Schuss. Ihr kommt auch noch mit zur 1. Einheit verloren. Dahin. Sehr gut, so umdrehen, das muss alles weg. Das ist wichtig jetzt, dass er hier die Ressourcen nicht nutzen kann. Weil ihr seht, er hat nämlich schon wieder ein Gebäude aufgebaut, was massiv auf die Nüsse geht, dass das schon wieder steht. Einheit verloren. So. Unnötig. Einfach nur unnötig, diese Mission. Jetzt könnte ich mit meinem Hubschrauber, wenn ich wollte. Einheit verloren. Den hier noch rausfahren kann. Wenn ich wollte, könnte ich mit meinen Hubschraubern jetzt dort die Ressourcen mir snacken. Aber sind wir ganz ehrlich, ist natürlich bloß noch eine Frage von Zeit, bis das hier alles platt ist. Einheit verloren. So, dann das weg. Jetzt kann ich mir mal ganz kurz hier die Hubschrauber angucken und sehe, hör ich das mal an, ein Hubschrauber kann abbauen, dann der nächste und dann könnt ihr hin und her fliegen. Es kann aber immer nur einer abbauen. Diese Info war mir noch neu. Das heißt, wenn ich mein Ressourcenlager direkt nebenan von der Basis habe, kann ich es mir sparen, mehrere Hubschrauber zu bauen. Das kann ich mir einfach geldlich sparen. Wenn das aber so weit weg ist wie hier, dann könnte es sich lohnen. Ja, alles klar. Gut, haben wir das auch mal kapiert? Und das müsste das letzte Gebäude sein, ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe. Ja, anscheinend nicht. Dann gehen wir mal auf die Suche, würde ich sagen. Und suchen, wo der letzte, wo der sein letztes NPC-Stückchen hat. Hier ist noch Schatten.
könnten jetzt ja auch noch einmal weiteren Strom aufbauen. Was aber definitiv die wichtigste Eigenschaft war, die ich geschafft hatte, war, dass ich dafür gesorgt habe, dass er es nicht schafft, den Scud-Sturm mehrere Male in meine Base zu klatschen. Das war wichtig. Durch diese schnelle Reaktion habe ich mir quasi den größten Stress erspart. Upgrade aktiviert. Soll ich jetzt noch irgendwas machen oder suche ich wirklich bloß das letzte bisschen vom NPC? Einheit verloren. Wahrscheinlich durch irgendwelche Minen, die ich, ja, aus Versehen durchgefahren Upgrade bin. Upgrade aktiviert. Hier ist auch nirgendwo mehr was. Da könnten wir mal noch so. Ihr könnt auch noch suchen, genau. Da können wir hier mal noch gucken gehen. Da ist noch was. Da hat er noch was aufgebaut. Er hat noch Kohle. Alles klar. Sie haben gewonnen. Ja, perfekt. Und auf geht's zur nächsten Mission. Ich halte wieder meine Klappe für das Mission Briefing oder so. Sir, ein desertierter chinesischer General hat sich mit seinen Männern in den unterirdischen Stollen einer Gebirgsfestung der GBA verschanzt. Die Zeit drängt. Wir müssen angreifen. Sofort. Ein desertierter General hat sich der EBG angeschlossen. Der Feind baut auf seine Tunnelsysteme. Wir müssen umgehend angreifen. Ja, dann einfach alle Eingänge kaputt machen und dann ist er irgendwann tot, ne? Oder so. Mal gucken. Da gab es ja bei StarCraft damals die eine Mission, wo wir dann in den Bunker rein sind. Das fand ich ganz witzig. Aber ich glaube nicht, dass wir sowas hier in Command & Conquer bekommen. Also wie das eigentlich ist, der das Tal. Operation Verzweifelte Union. Okay. Die GBA-Festung ist von einem ausgedehnten Gangsystem umgeben. Im Zielgebiet patrouillieren unzählige feindliche Spähtrupps. Über Ihre Kommandozentrale können Sie eine Benzinbombe anfordern. Setzen Sie diese gegen größere Feindverbände oder Gebäude ein. Machen wir. Wir bauen erstmal wieder möglichst zügig Basis auf. Interessant war eigentlich jetzt gerade nur, dass wir zum ersten Mal diese Ionenkanone gesehen haben. Und diese Ionenkanone, so wie sie funktioniert, total sinnlos ist. Die Waffenfabrik, das wichtigste Gebäude. Ihr könnt euch schon mal nach da verziehen. Das hier bekommt schon mal Upgrades. Du kannst eigentlich noch einen zweiten bauen. Es ist immer gut, mehrere zu haben. Das Flugfeld stellen wir. Wir sollten uns die zusätzlichen Rohstoffe im Süden sichern. Können wir machen. Flugfeld bauen. Strategiezentrum bauen. Upgrade aktiviert. Upgrade aktiviert. Ja, Upgrade aktiviert. Der Strom passt. Das müssen wir gleich noch bauen. Und ja, es lohnt sich momentan nicht, mit mehreren Hubschraubern hier zu arbeiten. Zwei sollten reichen. Maximal drei. Selbst das, nee, zwei reichen. Das kaufen.
Hier gibt es kein Upgrade, genau. Hier auch nicht. Hier könnte man mal gucken, was hier unten abgeht. Wirklich einfach nur hinfliegen, dann ist es meine. Sehr, sehr wahrscheinlich. Alles klar. Ach, wir haben noch einen. Ich habe drei. Oh mein Gott. Abwurfzone. Alle 2 Minuten wird Nachschub abgeworfen. Oh, sind das die unendlichen Ressourcen, von denen ich gesprochen habe? Die ich gesucht habe? Das stellen wir gleich mal hier oben in die Ecke. Ich würde tatsächlich jetzt mal folgenden Vorschlag unterbreiten. Panzerung aller Einheiten. Und zwar, wir nehmen mal den und fliegen mal hier hin. Und mich interessiert, ob der die Ressourcen einfach abbauen kann oder ob hier irgendwas ist. Das sieht doch easy aus. Dann bauen wir mal noch 2 weitere. Ne, einen erstmal nur. Er mangelt es an Kohle. Das Upgrade hätte ich gerne. Das haben wir schon. Nehmen wir wieder das hier. So. Ja, passt. Wir können uns einfach ganz easy die Ressourcen da unten wegsnacken. Dann schnappen wir uns den noch, der auch hier hinfliegt. Da haben wir 2 hier und 2 unten. Es ist zumindest ein Anfang. Jetzt interessiert mich die Abwurfzone. Wie gesagt, ich vermute, dass die Geld einbringt. Deswegen bauen wir die jetzt. Dann brauchen wir jetzt gleich noch die Partikelkanone. Und wir müssen uns gegen den Angriff hier oben wehren. Du nicht, aber der Rest. Ich brauche mal so ein Fahrzeug. Na komm. So. Haben wir. Passt. Ist halt alles jetzt noch sehr, sehr professorisch hier gerade. Ich muss erstmal ein bisschen was bauen. Wie würde jetzt das, was für ein Panzer? Steht natürlich wieder nicht dran. Jetzt Crusader-Panzer. Also der, dann brauchen wir noch 2 davon. Einen davon erstmal. Da haben wir ein bisschen Def. Ich hätte ganz gern die Partikelkanone noch. Und die ganze Forschung. Die kostet was? 5000. Eieieiei. Also die Amis sind halt teuer, ne? Zeit ein bisschen ab. Ich wette mit euch, das ist nicht mal viel Ressourcen, die dabei rumkommen werden. So, das noch mal 2000. Die beiden Forschungen wollte ich auch noch haben. Machen wir jetzt noch eine Abwurfzone? Also theoretisch gesehen, bei dem, was ich hier sehe, kann ich nicht genug Abwurfzonen haben. Ich baue erstmal noch eine weitere Abwurfzone. So, und dann gucken wir noch, dass wir die restlichen Forschungen hier hinkriegen. Erstmal noch die hier für 1500 und dann noch die für 2000. Aktiviert. Okay, das hat gepasst. Gibt es hier noch Ressourcengebäude? Nein. Das. Ich bin ja gleich mal gespannt, was jetzt hier an Ressourcen rauskommt. Ob sich das gelohnt hat, das zu bauen. Oder wie lange es dauert, bis sich das lohnt. Ressourcen kommen. Upgrade aktiviert. Jetzt. Da. Ja gut, okay, also die Abwurfzone lohnt schon, weil da einfach auch vernünftig viele Ressourcen bei rumkommen. Na, möchte ich gar nicht so schlecht reden.
Okay, die 20 Minuten sind rum. Das heißt, wir gehen einmal die nächste Folge und bauen uns hier weiter auf und machen dann einen Großangriff mit, wie immer, meinen Panzern. Genau, meinen Spielstil. Und ja, ich bedanke mich erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da, abonniert mich. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich, wie immer, über jeden Scheiß und sage immer zum Schluss. Tschüss.